Das ist das, was ich meinte. Auf der einen Seite würde man jetzt sofort denken, okay, das ist definitiv so möglich. Aber das Spiel, irgendwie will das Spiel das dann in dem Moment nicht und sagt, nee, du kannst jetzt nicht irgendwie da abspringen oder du kannst dann nirgendwo festhalten. Also das Spiel möchte, behaupte ich, nicht, dass man auf diese Weise dahin kommt. Aber trotz allem bleibe ich dabei, dass dieser Stamm hier, dieser Ast, was immer das sein soll, dass der eine gravierende Rolle hier einnimmt. Warte mal. Habe ich gerade einen Knick in der Optik oder ist da was? Das sah aus, als wenn da was wäre. Weil das würde auf jeden Fall auch hinkommen mit... Ups! Ja. Ja, eventuell. Soll mich eigentlich festhalten? Ja. Ja, Mann, wir haben's. Boah. Ja, gut, es war echt nicht so schwierig. Eigentlich. Krass, 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 krass. Nein! Boah, ich hätte. Ja, gut, es wäre nicht so schlimm gewesen, aber. Alter Vater, das können wir den noch hier plündern. Das gehört sich zwar eigentlich überhaupt nicht, aber okay. Wir müssen ja auch sehen, wo wir bleiben. Oh, Wapiti-Pelz, immerhin. Das finde ich ein bisschen schade, dass die Miriam keinen Wapiti-Pelz sozusagen herstellen kann. So, dann haben wir doch wirklich tatsächlich nur noch die beiden Sachen hier zu erledigen. Da fahren wir jetzt gerade damit an, weil das Wetter ist gerade schön, das ist hell. Ich bin motiviert und ich sammle jetzt quasi in einem Part die beiden wohl wahrscheinlich, gehe ich von aus, nervigsten Sammelgegenstände des Spiels ein. Das ist jetzt so meine Theorie. Aber von hier, ah gut, das sind 300 Meter, also von hier aus brauche ich da gar nicht gucken, dass ich da irgendwie dran komme. Ich wusste gar nicht, dass sie auch einen Hund haben. So, Freunde, jetzt bin ich motiviert bis in die Haarspitzen. Wir brauchen schon einen Guide. Ich garantiert nicht. Ich habe Hunger. Erfolg macht hungrig. Das ist einfach so. Okay, also noch sieht alles gut aus, solange die Feder auf einer Ebene mit mir ist. Ja, das Ding ist halt wirklich, man muss in dem Spiel hier oder allgemein bei Spielen, man muss auch einfach dafür offen sein. Man muss auch wirklich sagen, okay, ich habe jetzt wirklich Bock, diese Sache zu erledigen. Weil sonst bringt es halt einfach nichts. Ist das jetzt euer Ernst? Ah, das ist, was ich meinte. Ich habe damals habe ich nur gesehen, okay, da ist eine Feder, hat aber irgendwie gar keinen Bock, die mir wirklich zu holen. Neue Spezialmontur. Kein Bock, die zu holen. Hab gesagt, ja, ich probier's mal. Dann bin ich, war ich an irgendeiner anderen Stelle und hab dann gesagt, oh, scheiße, klappt nicht. Bin dann gestorben und war traurig. So, und jetzt habe ich wirklich gesagt, okay, ich will jetzt versuchen, diese Feder irgendwie zu sammeln. Ich guck mal, wie ich das machen kann am besten. Ja. Und da war einfach ein Weg, den ich vorher nie irgendwie bereit war zu entdecken im Endeffekt. Hat natürlich auch was mit der Tagesverfassung zu tun. Allgemein, wie ist man drauf? Keine Ahnung. Da spielen sehr viele Faktoren tatsächlich eine Rolle. Wow. Wow. Ich bin gerade echt. Ich bin mal echt busy begeistert, muss ich sagen. So, jetzt noch die Jagdgesellschaft. Und dann ist das Grenzland tatsächlich quasi durch. Okay, jetzt muss ich nur zur Jagdgesellschaft irgendwie kommen. Man muss wieder gucken, wie ich zu dem Luchs irgendwie, wie ich den Luchs erlegen kann. Aber das irritiert mich so ein bisschen, dass ich jetzt keinerlei Hinweise irgendwie bekommen habe, wie ich den Luchs finde oder so oder wo ich ihn finde. Weil es müsste ja wenigstens eine Markierung auf der Karte irgendwie geben, dass man da sieht, okay, Mission Jagdgesellschaft, der Luchs, der streunert hier irgendwo rum. Das war ja nicht der Fall.
Na, ich überlege, ob ich nicht sogar... Also im nächsten Part... Upsi! Sag einfach, das ist der Lux. Ja, Mann. Ja, Mann. So. Oh. Ich brauche noch... zwei Luxe... Luxe? Luxe. Muss ich eh noch, töten, um diese Fälle... Ich weiß nicht, ob die jetzt hundertprozentig relevant sind, die Sachen, weil... ich da auch nicht so wirklich Einsicht drauf hatte bisher. Komm, wir bringen das jetzt zu Ende. Er hatte seine Chance. Ja, Mann. Ja, Mann. Draußen wird eine sehr laute Konversation geführt. Die Stimmen überschlagen sich. Ja, Lux, 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 Lux. Also eigentlich sind ja Lux, Luxe, mein Gott, stille Jäger, die aus dem Hinterhalt zuschlagen. Das hat jetzt aber nicht so wirklich funktioniert, weil er saß einfach vor mir und hat mich angeguckt und... ja, weiß ich nicht. Ich hätte schon in der Zeit irgendwie fünfmal erschießen können. Was ist da? Oh, Rotröcke. Oh, Lux! Geil! Lux, du hast die Gans gestohlen. Ah, nee, das war der Fuchs. So. Die gesammelten Waren zur Kontaktperson liefern. Ach, das hängt damit zusammen. Hä, okay. Hä? Das ist doch ganz... Oh, okay, 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 Leute. Ja, ist gut, Temple Assassin, ist gut, ist gut. Ich weiß es, ja. Es ist in Ordnung. Ich weiß, du hasst mich. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich teile deinen Hass mir gegenüber. Er ist berechtigt. Ihr müsst ja auch zugeben, es ist ja auch ein bisschen komisch, alles so erklärt und so. Das habe ich vor lauter... Ah! Heidewitzka. Wow, das war der Kanickelfangschlag. Ja, egal, auf jeden Fall. Ja. Das ist wie wenn jetzt jemand in Dortmund euch sagen würde, dass in, was weiß ich, in Potsdam ein Lux ist. So ungefähr war das von der Entfernung. Jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, aber... Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt auf Dortmund und Potsdam komme. Ich wollte einfach mal zwei Orte nennen, die einigermaßen weit entfernt sind voneinander. Der Lux jagen und erlegen. Ja, machen wir. Der, wieso haut der Lux vor uns ab? Lux, du bist ein Jäger, du musst eigentlich jagen und nicht fliehen. Muss man den Lux noch seinen Job hier erklären? Ah, in eine Höhle. Alter. Freerunning. Oder ist das dieser nervige Lux? Ist das dieses nervige? Kann das sein? Da war ich eine Sache, da bin ich fast wahnsinnig geworden damals, weil ich gejagt habe bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, das ist das. Als ob der jetzt weg... Boah. Warte mal, hinter mir war was. Da ist doch was. Ist er das? Ja, Mann. So, in Gegenwart der Rotröcke noch ein Tier häuten. Na, das war nicht der Lux. Ah, das war richtig nervig. Da muss man diesen scheiß Lux die ganze Zeit jagen. Aber warum? Er ist doch ein Jäger. Er muss doch, Mann. Das widerspricht sich doch.
Vor allem diese kleineren, normalen Luchse quasi, die greifen mich die ganze Zeit an. Aber dieser Hauptluchs im Endeffekt, der, ja, der haut ab. Der hat Angst. Genau, klar. Ich entferne mich mal ein bisschen hier von dem Bereich. In der Hoffnung, dass der Luchs wieder auftaucht. Hauptsache, die Schrift wird mir jetzt bis zum geht nicht mehr unter die Nase gerieben. Nee, dann muss ich mit dem Bogen tatsächlich arbeiten, glaube ich. Dass ich mich ranpirsche. Gut, wenn der Luchs sich jetzt im Wald befinden sollte, was natürlich total toll wäre, da könnte ich von einem Baum aus den erlegen. Na, es war mir klar, dass er wieder... Damit du mich auf die Eier gehst. Um das mal ganz salopp zu formulieren. Sie weit weg. Aber ich könnte tatsächlich mit den Bäumen versuchen zu interagieren. Ich probiere es mal mit den Bäumen, dass ich vom Baum aus den fertig mache. Ich muss die Position komplett wechseln, das ist blöd. Komme ich da jetzt ohne weiteres rüber? Müsste gehen, oder? Warum springt diese Affe nicht? Ach man. Bin ich ja schon wieder hier. So, komm jetzt bitte springen. Ey! Gut, dann mache ich es ganz anders. Dann versuche ich von hier aus irgendwie da hochzukommen. Das funktioniert auch überhaupt nicht einfach. Och, das ist so nervig einfach. Ich habe Angst, dem zu nahe zu kommen. Nicht, dass er abhaut. Dann stehen wir wieder da. Die begossenen Pudel. War der aber nicht, oder? Das war, glaube ich, ein anderer. Ich bin auf jeden Fall verdammt nah dran. Ich weiß nicht, ob der erst spawnt, wenn ich das jetzt begutachte. Oder ob der schon da wirklich rumläuft. Ob es der vorhin schon war. Ja, aber. Der war es, denke ich mal, nicht. Da wird, glaube ich, ein Schlag nicht ausreichen. Ich könnte von hier wunderbar darüber. Ich muss erstmal darüber kommen, um rüberzukommen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nee, es funktioniert nicht. Ah, Mann. Ich habe keinen Bock auf diese Verfolgungsjagd. Das ist. Nicht in diesem Spiel. Bei Spyro oder so. Oh. Gerne. Was heißt gerne, aber okay. Okay, das war ein anderes hier. Aber bitte nicht hier. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Nicht mit Freerunning. Da habe ich echt keinen Bock hier Verfolgungsjagden. Auf einen Luchs durch dieses Gebiet hier. Ne? Ich meine, ich könnte es mit dem Köder. Ich probier's mal.
Ich glaube, es wird nicht funktionieren. Ich glaube, der spawnt wirklich erst, wenn ich diesen Hinweis analysiere. Ach, ist das bedauerlich. Ich habe schon vorher R2 gedrückt, ne? Ich habe die Hoffnung, dass er mal stehen bleibt, vielleicht, wenn er denkt, ich verfolge ihn nicht mehr. Weil er scheint nicht mehr zu rennen. Das heißt, er rennt definitiv nicht. Och, Mann, diese Entfernungspisse immer, ey. So, als hätte ich es versuchen können, von der anderen Seite den abzufangen. Rennt er wieder. Also sobald ich anfange zu rennen, rennt er auch, okay. Der riecht das, dass ich 80 Meter entfernt, wo sind eigentlich nur ein paar 30, renne. Boah, das ist echt nervig. Jetzt hat das mit den beiden Schätzen oder diesen Fundstücken so gut funktioniert. Und jetzt kommt diese Kacke mit dem Luchs. Ich glaube, das ist alles nicht. Allen, als ob der jetzt weg wäre. Es ist so schlecht, Leute. Es ist so schlecht. Als ob der jetzt einfach weg wäre. Er ist einfach so weg. Einfach weg. Es ist so richtig schlecht. Boah, und immer von vorne. Ich habe da keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Aber ich weiß, muss ich das machen? Ich guck mal, glaube ich, das machen muss. Ansonsten lasse ich es einfach. Da habe ich echt keinen Bock drauf auf sowas. Weil es ist so unnötig. Ich guck mal gerade. Clubs, ja gut. Ne, das sind die Abenteurer, Schläger. Achso, da kann man ja nicht draufklicken. Stimmt, es geht ja nicht. Ich kann ja keine Informationen mehr angucken. Och, Mann.